Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Newell. Heute zeige ich euch, wie ihr diese super fluffigen und leckeren Rübli Cupcakes mit einer Schmand-Sahne-Creme ganz einfach selber machen könnt. Dieses Video ist Bestandteil des 7. Osterprojekts von Kochen lernen mit Tom. An dieser Stelle ganz lieben Dank an Tom für die Einladung. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich diese leckeren Rübli Cupcakes gemacht habe, dann bleibt unbedingt dran. An Zutaten benötigen wir 125 Gramm Zucker, 50 Gramm gehackte Walnüsse, 2 Eier, 140 Gramm geraspelte Karotten, 250 Gramm Mehl, 170 Gramm Margarine, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, eine Prise Zimt und ein Päckchen Vanillezucker. Im allerersten Schritt kommen die 2 Eier in eine Schüssel und werden dann schaumig geschlagen. Danach kommt der Vanillezucker und der Zucker in die Schüssel. Beide Zutaten werden mit den Eiern nochmal schaumig geschlagen. Als nächstes kommt die zimmerwarme Margarine rein. Auch diese wird mit den anderen Zutaten vermischt. Jetzt kommt noch das Mehl, das Backpulver, das Salz und der Zimt in die Schüssel. Alle Zutaten werden gründlich miteinander vermischt. In den Teig habe ich noch 2 Esslöffel Orangensaft hinzugegeben, den hatte ich vergessen am Anfang abzufilmen. Dieser sorgt noch für etwas mehr Geschmack. Zu guter Letzt kommen noch die geraspelten Karotten rein. Und die gehackten Walnüsse. Nochmal alle Zutaten gründlich miteinander verrühren und dann ist auch schon der Muffinteig fertig. Dann habe ich mir ein Muffinblech genommen und darin Muffinförmchen verteilt. Vom Muffinteig habe ich immer einen großzügigen Esslöffel genommen und in die Förmchen verteilt. Die Muffins dürfen jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 22 Minuten in den Ofen. Nach der Backzeit habe ich die Muffins aus dem Muffinblech genommen und lasse sie jetzt abkühlen. Währenddessen bereite ich schon mal die Creme vor. Dafür benötigen wir 200 ml Schlagsahne, 200 ml Schmand, ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Sahnesteif. Im ersten Schritt geben wir die kalte Schlagsahne in eine Schüssel. Die Schlagsahne wird jetzt auf höchster Stufe angerührt, bevor dann das Päckchen Sahnesteif hineinkommt. Kurz bevor die Sahne steif wird, kommt der Vanillezucker dazu. Die Sahne ist perfekt, wenn beim Umdrehen der Schüssel keine Sahne herausfällt. Danach habe ich den Schmand in eine separate Schüssel gegeben und ihn etwas cremig gerührt. Jetzt gebe ich den cremig gerührten Schmand zu der steif geschlagenen Sahne. Den Schmand hebe ich vorsichtig unter die Sahne. Für die Deko der Cupcakes verwende ich Haselnusskrokant, Marzipanmöhren und geraspelte weiße Schokolade. Hier könnt ihr sehen, welche Spritztülle ich verwende. Das ist so eine breite Sternentülle. Dann fülle ich mir die Creme in den Spritzbeutel. Und dann habe ich mit Hilfe des Spritzbeutels die Creme auf den Cupcake gegeben. Im Anschluss habe ich die Cupcakes mit den Marzipanmöhren, mit der geraspelten weißen Schokolade und dem Haselnusskrokant dekoriert.
Und fertig sind auch schon die Rübli Cupcakes mit einer leckeren Schmand-Sahne-Creme. Diese Cupcakes waren einfach nur unglaublich lecker und hier im Anschnitt könnt ihr sehen, wie fluffig die Cupcakes geworden sind. Alle Teilnehmer des Osterprojekts habe ich euch unten in die Infobox verlinkt. Schaut unbedingt bei allen vorbei, vor allem bei Kochen mit Alexander, denn dort geht das Osterprojekt morgen weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!